Abschnitt 7.3, die goldene Regel. Das Gefangenendilemma, das wir im vorigen Abschnitt kennengelernt haben, ist das wichtigste, wenn auch längst nicht das einzige Beispiel, für ein Sozialdilemma, wo der Eigennutz dem Gemeinwohl entgegensteht. Sehr oft ist Kooperation etwas Nützliches, ja Unerlässliches. Das C steht für to cooperate. Aber die Ausbeutung, die kann noch einträglicher sein. Das D steht für to defect. Also Kooperation ist gut, aber Ausbeutung oftmals noch besser. Werden jetzt die Spieler im Anschluss an das Spendespiel von vorhin befragt, welchen Spielverlauf sie bevorzugen, dann werden die meisten sagen, am liebsten hätten sie, wenn beide C spielen, beide kooperieren. Die meisten Menschen scheinen, also die meisten Menschen erst vielleicht 80%, scheinen bedingte Kooperatoren zu sein. Sie würden gern C spielen, wenn der andere C spielt. Jedenfalls sagen sie das. Jetzt ist vielleicht der Anlass, uns zu erinnern, dass der Nutzen, also der Wert, den die Spieler im Spielausgang zuschreiben, sich nicht nur auf einen Geldbetrag reduzieren lässt. Die Auszahlungsmatrix von Spieler 1, also dem Zeilenspieler, der zwischen der ersten und der zweiten Zeile wählen kann, die würde in diesem Fall so aussehen. Wir lassen jetzt die Auszahlungen vom zweiten Spieler, dem Spaltenspieler, weg. Ja, wenn beide kooperieren, ist es nicht bloß 10 Euro, sondern noch zusätzlich ein Betrag X. Und dieser Betrag X, dieser Wert, dieser zusätzliche, der sollte größer sein als die 5 Euro, die man noch dazu gewinnen kann, wenn man gegen einen Kooperator von C auf D umschaltet. Also 10 plus X sollte größer sein als die 15 Euro, die man sich verspricht, wenn man einen Kooperator ausbeutet. In dem Fall ist für Spieler 1 die Strategie D nicht mehr auf alle Fälle die beste Antwort. Ja? Auf einem C des Gegenübers ist es besser, mit C zu antworten. Das entspricht der Idee hinter bedingter Kooperation. Die große Frage ist natürlich, woher kommt dieses X. Ja, die Strategie der bedingten Kooperation, also spielt C, wenn der andere C spielt, schon sonst B, die ist allerdings in einem Gefangenendilemma nicht ohne weiteres anwendbar. Denn man weiß ja nicht, was der andere spielt. Wenn der andere D spielt, ist es immer noch besser, selbst D zu spielen. Aber es gibt eine einfache Variante des Gefangenendilemmas, die zeigt, dass bedingte Kooperation nicht nur ein frommer Wunsch ist. Diese sequentielle Variante besteht darin, dass erst der Spieler 1 entscheidet, ob er Spieler 2 etwas schenkt oder nicht, und erst dann Spieler 2, der nun weiß, wie sich 1 entschieden hat, seine Entscheidung trifft. Und tatsächlich, wenn sich Spieler 1 für C entschieden hat, so wird Spieler 2 meistens mit C antworten. Etwa in 75-80% der Fälle. Statt im simultanen Spiel 50% der Fälle. Also der Spieler scheint eine gewisse Verpflichtung oder zumindest eine Neigung zu verspüren, das Geschenk zu erwidern. Selbst wenn er weiß, dass es nie wieder zu einer weiteren Wechselwirkung kommen wird. Das ist vielleicht Dankbarkeit, vielleicht einfach Anständigkeit. Wenn hingegen Spieler 1 D wählt, dann wird natürlich Spieler 2 fast immer auch D spielen. Also in beiden Fällen ist ein Hang zur Reziprozität auszumachen. Wie du mir, so ich dir. Und dieser Spieler 1 ist in der sequentiellen Variante
natürlich nicht so privilegiert wie der Spieler 2. Der Spieler 1 trifft seine Entscheidung immer noch unter Ungewissheit. Aber interessanterweise auch der Spieler 1 wird mit größerer Wahrscheinlichkeit C wählen. Auch wieder mit 75% Wahrscheinlichkeit oder mehr. Anscheinend erwartet der Spieler, dass der andere mit hoher Wahrscheinlichkeit auf C mit C antwortet. Also auch ein bedingter Kooperator ist. Hinter diesem Spiel C von 1, vom Spieler 1, könnte also das stehen, was die Römer do ut des nennen. Ich gebe, damit du gibst. Im Vergleich dazu ist in der sequentiellen, im Vergleich dazu ist in der simultanen Variante des Gefangenen-Dilemmas die Ungewissheit von Spieler 1 viel größer, denn er muss auch die Ungewissheit von Spieler 2 mit einkalkulieren. Also aus diesen Experimenten kann man wohl folgern, dass viele D-Entscheidungen von Spielern, die den Spielzug ihres Gegenübers nicht kennen, weniger durch Gier und Egoismus motiviert sind, als durch Misstrauen und die Angst, übers Ohr gehauen zu werden. Also die bedingte Kooperation verkörpert das Prinzip des wie du mir, so ich dir. Do unto others as you would have others do unto you. Seit der Barockzeit hat sich dafür die Bezeichnung goldene Regel eingebürgert. Aber der Grundsatz selbst ist viel älter. Er gehört zum Fundus aller Weltreligionen, scheint jeder Kultur geläufig zu sein. Ich wähle bloß ein paar Beispiele aus Wikipedia aus. Also Jesus, was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Oder Mohammed, wünsche den Menschen, was du dir selbst wünschst, so wirst du ein Muslim. Oder aus der Tora, was dir verhasst ist, das tue deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Tora, alles andere ist Regelwerk. Und Buddha, was da für mich eine unliebe und unangenehme Sache ist, wie könnte ich die einem anderen aufladen? Und Konfuzius, was du selbst nicht wünschst, das tue auch anderen nicht an. Und jetzt zur Abwechslung ein Kinderreim, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also, es ist wirklich ein enorm weit verbreiteter Grundsatz. Übrigens wird auch Kants kategorischer Imperativ oft als eine Variante der goldenen Regel interpretiert. Und es gibt tatsächlich Ähnlichkeiten. In beiden Fällen wird keine spezifische Handlung vorgeschrieben und beide Regeln überwinden die Ich-Perspektive. Aber Kant selbst sieht die beiden Prinzipien als grundverschieden an. Er argumentiert, ein zu Tod verurteilter Verbrecher, der könnte dem Richter mit der goldenen Regel kommen. Aber mit dem kategorischen Imperativ hätte er es hingegen schwerer. Ja, das kategorische Imperativ sagt, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Jean-Jacques Rousseau nennt die goldene Regel jene erhabene Maxime der durch Vernunft erschlossenen Gerechtigkeit. Tue anderen, wie du willst, dass man dir tue. Aber Rousseau stellt dir eine andere Maxime entgegen, die, wie er sagt, vielleicht weniger erhaben, nein, er sagt sogar, die viel weniger erhaben ist, aber vielleicht nützlicher ist. Sorge für dein Wohl mit dem geringstmöglichen Schaden für andere. Also das Prinzip könnte fast von Voltaire sein. Natürlich kann eine so einfache Formel wie die goldene Regel leicht Angriffspunkte bieten. Bekannt ist der Scherz, ein Sadist ist ein Masochist, der die goldene Regel befolgt. Weil wir schon dabei sind, die goldene Regel darf nicht verwechselt werden mit dem Prinzip, wer das Gold hat, der bestimmt die Regel. Also es gibt viele Begründungen der goldenen Regel.
Fairness, Menschenwürde und so. Die Spieltheorie scheint eine Begründung durch langfristigen Eigennutz zu erwarten. Ja, die Klugheit gebietet, die Reaktion der anderen zu bedenken. Das ist eben das nüchterne Do ut des der Römer. Aber dass dieses Prinzip auf Schwierigkeiten stößt, das war schon dem Schotten David Hume, einem Freund übrigens von Adam Smith, von Rousseau und von Voltaire. Das war schon David Hume bewusst. Hier ein berühmter Abschnitt aus seinen Schriften. Einkorn ist heute reif und das meinige morgen. Es ist für uns beide von Vorteil, wenn ich heute bei dir arbeite und du mir morgen hilfst. Also das ist genau das sequentielle Gefangenendilemma, das er hier beschreibt, nur ohne die Auszahlungsmatrix. Ja, Hume hat als einziger Philosoph eigentlich das Gefangenendilemma untersucht. Und Hume fährt fort: Ich habe keine Zuneigung für dich und weiß, du hast ebenso wenig für mich. Ich werde mich daher um deinetwillen nicht anstrengen. Und sollte ich um meinetwillen, also in Erwartung einer Gegenleistung bei dir arbeiten, so weiß ich, dass ich enttäuscht würde und vergeblich auf deine Dankbarkeit zählen würde. Also lasse ich dich bei deiner Arbeit allein. Du behandelst mich ebenso. Das Wetter schlägt um und beide verlieren wir unsere Ernte aus Mangel an Sicherheit und gegenseitigem Vertrauen. Also ohne wohlwollende Gefühle wie Zuneigung, Kindness und Dankbarkeit, Gratitude, scheint also nichts zu laufen, meint Hume. Diese Gefühle sind aber beim sequentiellen Gefangenendilemma eigentlich gar nicht vorhanden, denn die Spieler kennen einander ja gar nicht. Das also ist das Rätsel. Wieso kommt es so oft dazu, dass sich Spieler 2 bewogen ja geradezu verpflichtet fühlt, C zu spielen, wenn der Spieler 1 C gespielt hat? Hume hat uns da eigentlich schon die Lösung gewiesen. Confidence and security, Sicherheit und Vertrauen. Wie kommst du zur Sicherheit? Am einfachsten durch einen bindenden Vertrag. Aber das heben wir uns für ein späteres Kapitel auf. Da wird es um den Sozialkontrakt gehen. Und wie steht's mit dem Vertrauen? Jeder weiß, dass Vertrauen das für die Wirtschaft wichtigste Gut ist. Und darauf kommen wir im nächsten Abschnitt dieses Kapitels. Also das nächste und letzte Abschnitt wird das behandeln.